Yo, fettes Intro! Hab auch keine Ahnung! Leck nimm Stabstep, ab die Scheiße! Aerosem 9000. Keine Beschreibung, ein schlichtes Bild. Und $3000 und eine Seemaschine. Hört sich ja auf den ersten Blick nicht schlecht an. Ja. Wenn man dann denkt, man guckt mal, wie das Ding aussieht, kommt dann sowas dabei raus. Ja, und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013. Dies ist ein Meisterwerk von Erik A. aus der Waldorfschule aus Baumbek. Er hatte mal kurze Langeweile und dabei kam dann dieses wunderbare Teil hier zustande. Nee, ganz im Ernst mal. Ich wollte ja eigentlich bloß mal vorstellen, die in meinen Augen Sinn machen. Aber dieser Mod, den ich vor, sagen wir mal, 5 Minuten, 10 Minuten so entdeckt habe, ja, da muss ich wirklich sagen, das hat's richtig rausgehauen. Also, mein lieber Olli. Man merkt mir, wie die Ferien rum sind. So, eine Seemaschine, die gefühlte, keine Ahnung, 50 Meter groß ist. Obwohl, das wird noch nicht mal reichen. Mach mal 100 Meter. Total hässlich zusammengeklatscht, ohne Sinn und Verstand. Und absolut sinnvoll für die Map und auch für diese extrem großen Felder, wo man dann 20 mal hoch und runter fahren muss. Selbst mit dieser Maschine, bis man fertig ist. Nee, ganz ehrlich mal, das ist absoluter Schwachsinn, der hier produziert worden ist. Und ich gehe auch mal davon aus, mit dass der Motor selbst weiß. Falls nicht, sage ich dir jetzt. Scheiß Schwachsinn ist das. Also, ich meine, ich bin auch nicht so Realistik-Fan. Ja, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, wenn du realistisch spielen willst, stellt auf ein Jahr. Aber erstens, rot-grün. Sieht hässlich aus. Zu zusammengeklatscht, also ganz ehrlich, das schafft meine Katze U. Die lasse ich jetzt gerade mal über die Tastatur rollen und laden 5 Minuten genauso einen Dreck hoch. So, totaler Schwachsinn. Erstens viel zu lang. Obwohl ich sagen muss, da geht noch was. Ich will von dir, damit du das verbesserst, mindestens nochmal 500 Kilometer dran. Damit ich nur eh mal Anlauf nehmen muss, mit die ganze Map besät ist. So, zum zweiten. Natürlich kann man bei diesem Ding, weil man es erstens sich mal zusammenklappen kann, ist ja natürlich 0% Kollisionsabfrage, ja, bis auf das Standard, also sprich das Mittelteil, herrscht hier keine Kollisionsabfrage vor. Das heißt, ich kann hier einfach mal so ganz easy über die Map hier wunderbar durch das Ding, ach, das macht doch den Simulator erst wunderschön. Ja, läuft also, totaler Schwachsinn und eine wunderbare Mod, empfehle ich jedem nicht herunterzuladen, deswegen findet ihr auch nicht den Download-Link in der Beschreibung. Ja, unterstützt den Modder-Namen unten drunter, Link zu der Mod-Homepage habe ich auch da, lasst ihn doch mal liebe Grüße da und sagt ihnen, wie toll sein Projekt ist und am besten ladet noch irgendwo runter, wo es immer gehostet hat und bringt ihn für dieses, ja, sagen wir mal Langeweile-Projekt noch etwas Geld ein, nebenbei, ich weiß nicht mal, ob es uploadet nach, ist mir eigentlich schon scheißegal. Nun gut, ich wünsche dir viel Spaß weiterhin, ich hoffe, die Waldorfschule macht weiterhin tolle Projekte, mit sich die Landwirtschaftscommunity freuen kann. Also ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du das Ding noch in 10 Kilometer Form rausbringst, dann gäb's da 5 Euro. Ja, bis zum nächsten Mal, haut rein.